Meine Freunde, meine Untertanen, lasst uns ein weiteres Mal ausziehen, um ruhmreich die arme Schwanzunterdrücken rauszunehmen. Fliegt wir denn zum Hofe des polemischen Bauern Bohr und vernichtet seine Saat und den ganzen Rest auch, denn er hat nicht gezahlt. Polemischer Bauer Bohr. Ihr habt nicht gezahlt. Ich kann die Vernichtung von euren Feldern fernhalten, so ihr denn gewillt seid, den doppelten Beitrag zu leisten. Oh bitte, ich flehe euch an! Ich habe Bulimie! Meine Kinder, meine Frau! Ich, übermorgen beerbe ich meine Großmutter! Dann sollte ich in der Lage sein zu bezahlen. Oh bitte, Herr, gewährt mir Aufschub. Die Möwen bleiben, bis ihr gezahlt habt. Nein! Ich bin das Schicksal. Ich bin von, dein Rächer. Oh weh, der König der Möwen erpresst, bedroht und ruiniert mich. Und ich bin doch nur ein armer Bauer, der an Bulimie leidet. Wenn er nicht umgelegt wird, werde ich wohl elendiglich verschmachten. Aber das wäre sein Tod. Na, darum geht es ja gerade. Nehmt diesen Stecken, denn er ward mir vom Schicksal überbracht. Wohlan denn? Dann werde ich ihn wohl töten. Ah! Unterdrücker, elender Kapitalist! Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich! Ich hasse dich! Arschloch, legasthenischer Onkelficker, impotentes oktaedrisches Paradoxon, nasalisierte Nannenwichser, schleimiges rassistisches Schoßtier! Das verfickte polemische Miststück, das sich Bauer Bohr schimpft, pflügt deinen idiotischen, geflügelten Schutzbefohlenen unter und du stehst hier in der bescheuerten Ödnis und hältst den Kopf in den stinkenden Wind! Meine Möwen! Meine Möwen! Ich kann ihn nicht finden! Naivität nennt man mich. Warum nur? Ich bin doch gar nicht naiv. Oder findet ihr mich naiv?
dachte, ich sollte mich jetzt besser verstecken, statt mit dir herumzulabern. Mich zu töten. Darf er denn das? Ich meine, er ist ja immerhin ein König. Der König der Möwen. Aber, naja, wenn er König ist, dann wird er wohl ein guter und gerechter Mann sein. Wie hätte er denn sonst König werden können? Wieder nach Hause zu Al Capone. So ein Lieber. Er liebt mich wirklich wegen meines Charakters. Vielleicht ist er ja wieder da. Er wollte mit seinen Freunden schwimmen gehen. Was ist denn das? Er schläft. Nein, dann will ich auch nicht weiter stören. Unsinn. Mein Name ist Professor Füßenlicht von der Biologischen Fakultät der Uni Bielefeld, Fachbereich Verhaltensforschung. Viele Menschen in der heutigen Zeit fragen sich, was das wirkliche Schicksal des Königs der Löwen war.
in einer äußerst fruchtbaren Zusammenarbeit mit der Historischen Fakultät unserer Universität, speziell Herrn Professor Lehrstetten und den Politikwissenschaften, haben wir letzten Endes aufzeigen können, welches schreckliche Schicksal den König wirklich ereilte. Was bis jetzt einzig bekannt war, war, dass seine zerhackte Leiche vor der Tür des bulimischen Bauern Bohr aufgefunden wurde. Durch das Studium einiger neu entdeckter Schriften und Ausgrabungen in der Nähe des Fundortes seiner Leiche konnten wir nun feststellen, dass die Möwen für seinen schrecklichen Tod verantwortlich waren. Nachdem sie festgestellt hatten, dass ihr König sie leider nicht vor den Schrecken der modernen Landwirtschaft beschützen konnte, beschlossen sie, dass die Monarchie letzten Endes kein fruchtbares Regime ist, in dem sie weiterhin leben möchten, da das Individuum nicht genügend zur Sprache gebracht werden kann. So entledigten sie sich dieser Regierungsform in einer blutigen Revolte und stürzten sich in einer großen Masse auf ihren König, um ihn sodann zu Tode zu picken. Fortan leben sie in ihrer heute bekannten Regierungsform einer sozialistisch angehauchten Anarchie, in der jedes Individuum für sich selbst verantwortlich ist und die Gemeinschaft letzten Endes doch im Vordergrund steht. Ihnen noch einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf. Bitte aufhören, so zu grinsen. Ehrlich, wir haben alles. So, mach mal eine Einstellung auf Sie. Nein, Nora. Was? Da steckt nicht genügend Emotion dahinter. Unterdrücker! Elender Kapitalist! Impotentes oktaedrisches Paradoxon! Mann, oder? Ja, weißt du schon was? Nein. Und Action. Nicht? Sehr schön. Lachen. Doch. Das ist nicht lustig! Ich halte so lange drauf, bis es funktioniert. Es kommt scheiße, wenn ich die Konsole nicht seriös gucke. Ja. Haben wir letztendlich das wirkliche Schicksal sein? Sozialistisch angehauchte Anarchie, in der ich grinse. Passen Sie auf sich auf. Nein! Was denn?